Anlässlich des 7. Oktober sind am Abend viele Menschen in Berlin auf die Straße gegangen. Auf dem Bebelplatz gedachten etwa 500 Menschen der israelischen Geiseln, die seit nun einem Jahr im Gazastreifen festgehalten werden, und forderten ihre Freilassung. Knapp 100 von ihnen sind noch in den Händen der Hamas, 34 sollen bereits verstorben sein, schätzt die israelische Armee. Insgesamt etwa 1200 Menschen kamen ums Leben, als die Hamas vor einem Jahr nahe des Gazastreifens mehrere Kibbuzim und ein Musikfestival überfiel. An anderen Orten in Berlin solidarisierten sich viele Menschen hingegen mit den Palästinensern im Gazastreifen und den Libanesen. So gingen am Südstern etwa 550 Menschen auf die Straße. Sie warfen der Bundesregierung vor, sich mitschuldig an einem Völkermord zu machen. Laut Polizei kam es im Laufe der Kundgebung auch zu Angriffen auf Einsatzkräfte und Journalisten. Außerdem seien verbotene Parolen skandiert worden. Die Polizei setzte Pfefferspray ein und nahm mehrere Menschen fest. Im Gazastreifen starben bislang mehr als 41.000 Menschen durch israelische Angriffe, zwei Drittel von ihnen Frauen und Kinder. Etwa 85% der Häuser in dem dicht besiedelten Küstenstreifen wurden von der israelischen Armee zerstört.